natürlich nicht, dass sie blöd sind. Warum? Was kostet das? Kostet Geld und ich zahle Steuern. Ganz einfach. Was hat das zu tun mit Mohren? Gab es schon immer. Wir müssen doch die Tiere umbenennen. Mohren, Maki und Übernamen. Wiener Würstchen müssten weg. Berliner, die heißen Bahn hier unten. Alles weg. Geschichte ist Geschichte. Müsste ja jeder sich was vorwerfen. Das ist, glaube ich, ein missverständlicher Begriff ist. Man glaubt, den etwas anders atrühren zu können. Von daher ist es gut, wenn der Glinkerstraße ist, das passt jetzt so. Überflüssig. Wieso? Weil Mohren irgendwas zu tun hat mit dem Mohrenkönig, dem dritten heiligen König, dem Mauritius und so weiter. Und Mauritius haben wir ganz viel und Moritz stammt alles daher. Wenn Sie das alles ändern wollen, haben Sie viel zu tun. Dass man es jetzt nicht mehr ganz passend findet, liegt daran, dass man nicht weiß, woher es kommt. Gut, aber ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, dass Herr Glinka ein überzeugter Antisemit war. Das finde ich sehr schön. Wieso das? Weil ich es nicht gut finde, dass sie immer noch Mohrenstraße heißt, weil das schon so lange in der Diskussion war und ich denke, da ist eine Änderung angebracht.